Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. Hörst du bitte auf zu seufzen, während ich hier anmoderiere? So schlimm bin ich jetzt auch wieder nicht, ja? Ich möchte ehrlich mit euch sein, ich habe in eurer Abwesenheit, sprich in der kurzen Pause zwischen der letzten Folge und der heutigen, kurz was erledigt. Ich bin nämlich nochmal ganz kurz nach Balmora zurückgejumpt. Und damit meine ich tatsächlich im wortwörtlichen Sinne gesprungen. Unser Akrobatikwert hat sich um 2 oder 3 Punkte erhöht auf dem Wert. Ich habe nämlich nochmal einen kurzen Abstecher zur Mondfalterfestung gemacht und habe nochmal kurz mit General Larius Varro gesprochen, dem Kerl, der uns losgeschickt hat, das Blutbad bei der Kamonatong in Balmora anzurichten. Meine Güte, ich stehe hier einfach nur rum. Komm du mir nicht von hinten, Blöde, und quatsch mich voll. Ich will überhaupt nichts von dir. Das nervt mich total an den Elder Scrolls Spielen. Das ist furchtbar. Ja, auf jeden Fall hier. Das hier ist wichtig. Oh, 37. Tag ist das erst. Aber es ist einfach cool, allgemein so ein Reiselog zu haben, wo man später nochmal durchgucken kann, wie lange man eigentlich für alles gebraucht hat, in welcher Reihenfolge man wie was gemacht hat. Und ich bin versucht, am Ende des Let's Plays so einen, ja, wahrscheinlich 10-teiligen Let's Read-Part zu machen, wo wir dann einfach unser komplettes Tagebuch nochmal durchlesen. Das ist was, das habe ich in Skyrim, habe ich das so vermisst. Ich liebe die Tagebuchfunktion von Morrowind, ja. Es lässt sich nur sehr schwer sortieren und irgendwie Ordnung reinfinden. Und überhaupt erst mit Tribunal und Bloodmoon hat man die Option, das überhaupt irgendwie zu sortieren nach Quests oder sonst irgendwas. Vorher wurde es einfach hier chronologisch aufgelistet, wie in so einem normalen Buch. Und das war dann halt so. Und wenn du irgendwas wissen wolltest und irgendwas nachschlagen wolltest, dann musstest du halt danach suchen. Aber ich finde es einfach, es gefällt mir. Ich mag das ganze Konzept. So ein Tagebuchkonzept, wo dann auch chronologisch das alles aufgelistet ist und nicht einfach nur nach irgendwelchen Quests oder sonst was. Es gefällt mir. Und also wenn ihr irgendwie Interesse habt, dass wir am Ende unseres Let's Plays, also in 2 Jahren oder so, wenn wir dann mit Morrowind tatsächlich auch mal durch sind, habe ich eigentlich schon mal gesagt, wenn ich mit The Witcher fertig bin, das wird ja irgendwann nächstes Jahr sein, gehe ich mal von aus, ne? Dann wird Morrowind den Witcher-Slot einnehmen. Das heißt, sobald das Witcher-Let's Play abgeschlossen ist, kommt Morrowind dann täglich. Weil Morrowind und Witcher gleichzeitig täglich, das schaffe ich nicht. Und Witcher war halt zuerst da und spricht mich persönlich ehrlich gesagt doch noch ein ganz kleines bisschen mehr an als Morrowind, obwohl mich Morrowind wesentlich mehr anspricht als Skyrim, bin ich ganz ehrlich. Aber wir werden auf jeden Fall, also es wird nicht immer bei diesen 3 Folgen pro Woche bleiben. Es wird, irgendwann wird es mehr. Das war tatsächlich dieses gewaltige Ausmaß an Content, was dieses Spiel zu bieten hat, tatsächlich dann auch mal vernünftig würdigen können. So, aber jetzt genug über das Tagebuch und alles Mögliche schwadroniert. Der Eintrag. General Larius Varro in der Mondfalterfestung hat mich vor einem Banditen der Nord gewarnt, der die Reisenden in der Nähe von Hlaoard anpöbelt. Ich habe das Gefühl, es wäre ihm ganz recht, wenn ich mich an seiner Stadt um dieses Problem kümmern würde. Die Quest habe ich nochmal ganz kurz geholt, weil wir ja gerade in Hlaoard sind, dass diese Quest existiert. Also ich habe die Quest irgendwann schon mal gemacht, als ich Morrowind gespielt habe. Dass die Quest existiert, weiß ich, weil ich in der Aufnahmepause geguckt habe, was es in Hlaoard so an Quests gibt. Jetzt nicht Gildenquests, weil die sagen uns ja dann, geh nach Hlaoard und dann machen wir das, sondern die Quests, die tatsächlich so alleinstehend hier an diesem Ort sind. Wir sind ja durch die Diebesgilden-Quest hergekommen, wegen der Dwemer-Artefakte. Es gibt hier vor Ort 2 Quests, derer wir uns jetzt nebenbei annehmen können. Eine davon ist halt dieser Nordbandit. Und das Wichtige bei diesem Nordbanditen ist halt, wenn uns Larius Varro nicht vorher von ihm erzählt hat, dann können wir ihn zwar trotzdem treffen und können uns um das Problem kümmern, wir werden aber hinterher keine Belohnung für die Quest kriegen. Die kriegen wir nur, wenn Larius Varro vorher gesagt hat, ja, da in Hlaoard gibt's Probleme mit einem Nord, vielleicht könnte sich ja irgendwer mal rein, zufälligerweise, darum kümmern, wenn er da vorbeikommt. Deswegen bin ich halt nochmal zurückgesprungen und habe uns diesen Questeintrag noch geholt. Und deswegen würde ich auch sagen, dass wir jetzt als erstes mal gucken, wo dieser blöde Nord ist. Damit wir uns als erstes mal um den kümmern können. Der wird wahrscheinlich nicht hier bei Bitte, den... Bitte, ich höre euch zu. Der wird wohl nicht hier bei den Schiffen stehen. Und danach, weil die anderen beiden Quests, die sind beide da drin.
Ne, die Diebesgilden-Quest, die wir sowieso machen wollen. Und die andere ist da auch drin. Ich vermute mal, der wird hier irgendwo bei den Wegweisern oder sonst was stehen. Guck mal, da vorne, da bei der Brücke, da steht jemand. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Und skillen unsere Athletik mal wieder ein bisschen. Ah! Cliff Racer mit der Sonne im Rücken, das ist ja richtig fies. So, der ist tatsächlich auch gar nicht so schwach, der Kerl. Da werden wir ein bisschen aufpassen müssen. Oh, guck mal da hinten. Das sieht sehr nach einer Dwemer-Ruine aus. Ich habe erst überlegt, ob das eine Dwemer oder eine Dendra-Ruine ist, aber ich glaube, das ist eine Dwemer-Ruine. So, guten Tag. Auf eurem Weg. Ich grüße euch. Ihr solltet euch in dieser Gegend vorsehen. Es treiben sich gnadenlose Banditen herum. Nicht auszudenken, was einem arglosen Reisenden dazustoßen könnte. Gnadenlose Banditen, sagst du? Oh ja, dies sind gefährliche Zeiten. Sie werden euch vollständig ausrauben und eure Kehle durchtrennen, ohne auch nur einen Gedanken an euch zu verschwenden. Es ist keine gute Idee, irgendetwas Wertvolles bei euch zu tragen. In der Tat wäre es wahrscheinlich besser, wenn ihr mir euer Geld geben würdet. 100 Drachen vielleicht. Ich denke, damit werdet ihr den Weg weniger gefährlich finden. Ja, nein. Das ist fast zu einfach. Es schien mir kein zu großer Preis für euer Leben zu sein, doch wie dem auch sei. Das Geld hole ich mir so oder so. Ihr solltet euch So. einen leichteren Gegner Ja, wie suchen. gesagt, der ist gar nicht. Der ist gar nicht so schwach. Da müssen wir, glaube ich, mit einer Axt arbeiten. Ist ja unsere beste Waffe, ne? Muss ich nur gucken, wo haben wir denn unsere Axt? Da ist die Axt. Ich glaube, alles andere funktioniert hier Euer nicht. Blut wird fließen, nicht das meine. Ja, okay. Ich hätte das Ganze vielleicht ein bisschen anders starten sollen. Ich meine, der hat uns abgefertigt wie sonst was hier, ne? Der hat uns völlig auseinandergenommen. Wir rüsten mal den Ring aus. Wir nehmen gleich die Axt in die Hand. Ich glaube nämlich, wenn wir Chamäleon aktiviert haben, sind wir um einiges schwerer zu treffen. Sprecht schon. Narr. So. Und das gibt uns jetzt natürlich einen Vorsprung im auf ihn eindreschen, ne? Und das ist wahrscheinlich der Vorsprung, den wir brauchen, um diesen Kampf zu gewinnen. Guck mal, wie anders dieser Kampf hier läuft im Vergleich zu der ersten Runde. Ja, weil wir Chamäleon aktiviert haben. Und mit einer Axt kämpfen, wobei ich jetzt wieder auf den Speer gehen werde. Haben wir keinen magischen Speer? Das ist ja doof. So, dann zeig mal her, was hast du denn? Eine nordische Kriegsaxt ist zweihändig. Ja, nee. Das lohnt nicht mal, das zu verkaufen. Finde ich zumindest. Ach, hi. Ja, aber Chamäleon ist echt eine nützliche Fähigkeit. Deswegen ist der Ring auch so scheiße viel wert. Weil er war dadurch ja kaum noch in der Lage, uns in irgendeiner Art und Weise zu treffen. Und das waren nur 20 bis 30%. Stellt euch mal vor, wenn wir diesen Chamäleon-Wert noch weiter hochtreiben könnten. Was dann da eventuell noch bei rumkommt. Gut, jetzt haben wir uns um den Nordbanditen gekümmert. Jetzt müssen wir noch. Jetzt müssen wir noch. Nach den Dwemer-Artefakten suchen, die Habasi haben will. Und.
dann gibt es hier tatsächlich noch eine weitere Quest anzunehmen. Deswegen marschieren wir jetzt da einfach mal rein. Ich denke, wir sollten erst die Artefakte besorgen. Von Razit. Das ist schon nicht verkehrt, dass dieser der so rumsteht. Geruch ist neu. Woher kommt ihr? So. Das ist schon mal gut. Der hat sich jetzt umgedreht. Wir werden nämlich gleich hier einen Schlüssel klauen müssen. Oder ein Schloss knacken. Mit ziemlicher Sicherheit. So. Ihr seid neu hier. Ich bin Razit. Dies ist Laoad. Willkommen in der Bitterküstenregion. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Oder habt ihr euch verirrt und sucht den Weg hinaus? Gibt es irgendwelche Gerüchte hier? Es war unvermeidlich. Die hiesige Verbrecherorganisation, die Kamonatong, hätte nicht tatenlos zugesehen, wie die Diebesgilde sich in ihrem Territorium einrichtet. Das wird blutig. Es sieht schlecht aus für die Diebesgilde. Ich würde tatsächlich sogar behaupten, es sieht relativ gut aus für die Diebesgilde. Die Diebesgilde hat nämlich mich und ich bin unbesiegbar, denn ich bin der Herr über Raum und Zeit. Nur ich habe die magische Fähigkeit des Speicherns und Ladens. Okay, ach, komm hier. Ein bisschen bewundern den Guten. Ich versuche nach Möglichkeit immer über 70 zu kommen. Der lässt sich aber nicht so einfach belatschern. Guckt euch das an. Der mag das nicht. Okay, ich lade neu. Ich möchte nur über 70 kommen. Sera? So, jetzt sind wir über 70, weil meistens ist 70 oder 75 so der Grenzwert, um irgendwelche guten Informationen zu kriegen, wie zum Beispiel die Info über die Dwemer-Artefakte. Welche Dwemer-Artefakte? Ja, das ist es jetzt nämlich. So, die Dwemer-Artefakte sind da in der Kiste. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt versuchen, hier so zu schleichen. Arschloch. Oh, du Arschloch. So, wir können jetzt versuchen, uns an ihn ranzuschleichen und zu versuchen, ich glaube, wir haben mehr Erfolgsaussicht, nur einfach versuchen, die Kiste aufzuknacken, ne? Nehmen wir einen Dietrich des Gesellen hier. Und jetzt müssen wir natürlich den richtigen Moment abwarten. Oh, ist der ein Arsch, ey. Okay, das Schloss ist eh zu komplex. Wir müssen also ihn bestehlen. Das wird ja lustig. Halt, Dieb! Das wird ja lustig. Nicht entkommen. Ah ja, Verbrechen wurde den Wachen gemacht. Das ist doof. Vielleicht mit Chamäleon? Vielleicht haben wir da mehr Erfolge. Wenn wir chamäleonisiert sind. Einen heißen. Och, leck mich doch! Dann haben wir es wieder bemerkt und dann. Ich habe auch nicht ewig Chamäleon an. Halt, Dieb!
Ich hasse die Liebesgilde. Was passiert denn? Ich habe doch noch einmal diesen Schlüsselzauber hier, ne? Okay, das findet er genauso scheiße. Ach, ist das alles kompliziert. So, der Zauber hat das Ziel geöffnet, ohne dass er jetzt was gemerkt hat. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Moment abwarten, um die Kiste zu looten. Jetzt zum Beispiel nehmen wir die 100 Draken mit, die Dwemer Röhre, die verzierte dwemerische Schüssel und den verzierten dwemerischen Pokal. Das hätten wir alles natürlich auch einfach aus Arkentand holen können. Du kannst nicht entkommen. Ernsthaft? Also laut der Leiste da unten sind wir noch im Schleichen. Oh Mann, ey. Das ist so, sowas können wir einfach nicht. Da sind wir richtig scheiße drin. Komm schon, komm schon. Du kannst nicht entkommen. Wie ist es denn, wenn wir uns unsichtbar machen? Wir können uns ja einmal am Tag unsichtbar machen, ne? So, ich werde zwar sichtbar, sobald ich mit irgendwas interagiere. Nicht während ich wache heute, dieses Pack. Alter! Das fängt an, mich richtig aggressiv zu machen. Ich bin kurz davor, den einfach totzuschlagen. Aber dann, vor allem, die gucken ja nicht mal hier in die Richtung, ne? Die gucken ja nicht mal in die Richtung. Und trotzdem bemerken sie es. Diesmal haben sie es nicht bemerkt. Ha! Diesmal ist es endlich. Oh, meine Güte. Das war, stressig. So, was wollte ich haben? Den Speer wollte ich ausrüsten. So, speichern. Haben wir schon mal Habasis Aufgabe erfüllt. Grüße der Wüste. Woher kommt ihr? Guten Tag. Nun, Ryo, ich kann euch sagen, dass ihr in Hela'oat seid. Und wenn ihr einen Rat annehmen wollt, so bleibt ihr nicht lange. Die Leute sind hier nicht sehr freundlich und sie mögen keine Fremden, nicht für ungut, Fremdländer. Doch wenn ihr die Bitterküstenregion nicht kennt, könntet ihr in Schwierigkeiten kommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei ihm bin ich tatsächlich falsch. Ich glaube, ich muss hier runter. Was war das? Sprecht oder verschwindet. Und mit ihr hier sprechen. Ihr seid neu hier. Sucht ihr jemand Bestimmtes? Ich finde dich toll. Oh Gott. Die kann es ja überhaupt nicht leiden. Jetzt vielleicht. Da, das sieht gut aus. Das entspricht auch der Quest, die hier noch aussteht. Was? Warum stört ihr mich? Relam Arin. Muzera. Falvis Tunnel. Der wird ein kleines Geheimnis mit uns teilen. Okay. Was Khajiit für dich tun können?
So, Relam Arinith, der hat nämlich noch eine Quest für uns. Ich grüße euch, Freund. Seid ihr an einem einfachen Auftrag interessiert? Ich sage euch was. Ich muss Vora Helas in Balmorra diese Sklavin bringen als Teil einer Zahlung. Das sollte für euch keine zu schwere Aufgabe sein. Ja, nur ein paar unerledigte Geschäfte zwischen Vora Helas und mir. Ich schulde ihm einen Batzen für ein Geschäft, das wir vor einiger Zeit geschlossen haben. Rabbina hier sollte reichen, um meinen Teil des Geschäftes zu bezahlen und noch einiges mehr. Man kann eine Menge Geld machen mit manchen von diesen Sklaven. Interessiert euch die Arbeit? Okay, ich mach's. Ausgezeichnet. Ihr findet Helas in Balmorra, im Osten der Stadt. Sagt ihm einfach, dass Relam Arinith euch schickt. Seht euch aber mit dieser Sklavin vor. Sie ist mehr wert, als ihr euch vorstellen könnt. Rabbina hier mag nach nichts aussehen, aber es sind die inneren Werte, die zählen. Ihr versteht, was ich meine. Okay. Rabbina, dann komm mal mit. Das trifft sich ganz gut. Nach Balmorra wollten wir sowieso jetzt wieder. Da können wir die gute Khajiit ja gleich mitnehmen hier. Einen heißen. So, Balmorra. Wir können einfach mal über die... Ja. Wir können mal gucken, wie der offizielle Weg zurück aussieht. Sedanin, Laoat, Gnisis, Altrun, Gnamok, Balmorra. Okay, hier über die Brücke also. Entschuldigung. Vorbei an der Leiche des Nordbanditen. Oh mein Gott. Rabbina. Ihr habt Rabbina aus Relam Arinith fortgeschafft. Mein Schicksal ist besiegelt. Relam Arinith? Ja, er war mein Meister. Doch nun muss ich die Zahlung abliefern. Erzähl mir erstmal was über dich. Ja? Okay, erzähl mir nichts über dich. Erzähl mir was von der Zahlung. Nein. Rabbina ist nur ein Teil der Zahlung. Sie wurde gezwungen, viele Beutel mit Skooma zu schlucken. Das ist die wahre Bezahlung. Es gibt keine Hoffnung auf Flucht. Rabbina wird keine haben, wenn sie erst einmal Vora Helas gehört. Wahrscheinlich wird er Rabbina umbringen für die Drogen, die Rabbina bei sich trägt. Ich kann nur hoffen, dass ihr Rabbina nicht diese Monster ausliefern, sondern mir helfen werdet zu fliehen. Es gibt welche, beispielsweise im Kalia in Ebenherz, die solchen wie mir dabei behilflich sind, nach Hause zurückzukehren. Wenn ihr Rabbina zu ihm in die argonische Mission bringen würdet, ist sich Rabbina sicher, dass er helfen würde. Wir müssen ja sowieso so und so viele Sklaven befreien, um eine andere Quest zu aktivieren hier. Also, klar, warum nicht? Das würdet ihr tun? Ihr seid wahrhaft von den Göttern gesegnet. Rabbina dankt euch. Wollen wir nicht gemeinsam reisen? Ja, klar. Also nach Ebenherz. Ich werde aber nur die Sklavin abliefern. Wir haben ja in Ebenherz später noch andere Quests zu erledigen, aber so weit bin ich tatsächlich dann auch noch nicht. Ich möchte tatsächlich erstmal die Sachen in Balmorra alle erledigen. Also die Diebesgilde steht ja noch aus und die Pilgerfahrt hätten wir ja dann auch noch. Da bin ich immer noch am Überlegen, wann wir die in Angriff nehmen. Da werden wir nämlich ein paar Folgen unterwegs sein, das könnt ihr mir glauben. Manche von diesen Schreinen sind nämlich echt schwer zu finden. Zwischendurch vielleicht mal auf die Karte gucken. Ah, wir kommen von Osten, wa? Von Osten, von Westen.
hier nach Balmorra. Balmorra ist da hinten irgendwo. Wir werden wahrscheinlich irgendwo nördlich von Balmorra werden wir auf der Kreuzung stoßen und dann nach Süden zu der Stadt zurückgehen. Kann ich das eigentlich knacken hier? Anscheinend kann ich das nicht. Ich würde es zwar gerne, aber das Spiel lässt mich nicht. So, da sind wieder Wegweiser. Da können wir ja auf Rabina dann erstmal wieder warten. Während wir gucken, wo lang wir hier eventuell unseren Weg dann jetzt auch fortsetzen müssen. Namok, Balmorra, Caldera. Seldanin liegt in der anderen Richtung. Ja, gut, aber ja, die Reise führt jetzt erstmal nach Balmorra. Aber ich habe nicht vor, sie auszuliefern. Ich meine, wenn wir gerade in Balmorra sind, dann können wir bei dem Sklaventypen ja mal kurz vorbeischauen. Und ihn aus dem Verkehr ziehen. Das gibt uns bestimmt noch ein paar Bonuspunkte mit der Antisklavenbewegung. Aber aufpassen müssen wir halt vor allem, dass Rabina nichts passiert, ne? Sonst können wir diese Quest nämlich nicht erledigen. Es mag jetzt den einen oder anderen schockieren, aber das ist oft so bei Escort-Quests. Och. Meine Güte. So, und direkt weiter. Nebenbei ein bisschen Athletik-Skillen. Das gerät nämlich ein bisschen ins Hintertreffen im Vergleich zur Akrobatik. Wobei ich Akrobatik insgesamt tatsächlich auch nützlicher finde. Akrobatik ist auch wesentlich einfacher zu leveln. Ich meine, ja, eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist Athletik einfacher zu leveln, weil du musst ja nur rumlaufen. Aber es dauert wesentlich länger als Akrobatik. Ich bin zwar recht zuversichtlich, dass wir im Laufe des Spiels auch unsere Athletik auf Level 100 hochskillen werden. Einfach dadurch, dass wir halt immer durch die Gegend laufen. Aber gleichzeitig bin ich auch recht zuversichtlich, dass Akrobatik unser erster, also dass Akrobatik vorher auf 100 sein wird. Das Ding ist aggressiv. So, alle möglichen alchemistischen Zutaten einfach mitnehmen hier. Wir müssten ja noch auf dem richtigen Weg sein, ne? Ich meine, Caldera liegt nördlich von Balmorra und der Weg führt ja zu beidem. Was ist das hier? Die Norweinahnengruft. Dass die immer irgendwo in der Wildnis liegen, ne? Das ist ja... Okay, da haben wir eine Horde Gua. Aber ich glaube, Gua sind friedfertig, ne? Ja, die greifen nicht an, wenn ich nicht angreife. Aber direkt dahinter steht wieder ein Höllenhund. Zusammen mit einem von diesen ekelhaften Würmern. Wir müssen auch aufpassen, dass wir uns keine Krankheiten einfangen, ne? Danke, Rabina. Ich würde es ja vorziehen, wenn du dich aus den Kämpfen ganz raushalten würdest, aber... Ernsthaft? Ich trage zu viel... Echt? Was ist denn da jetzt so schwer? Oh, Hundefleisch ist recht schwer. Nee, dann nehme ich es doch nicht mit.
Ich will ja mobil bleiben. Wir hätten einfach über die Berge klettern sollen, aber ich weiß nicht, ob Rabinda das hingekriegt hätte. Deswegen gehen wir jetzt hier außen rum. Fleisch mehr sammle, brauche ich da jetzt auch nicht untersuchen. Entschuldigung. Es war der falsche Pfad. Wir hätten anders gehen sollen. Na gut, aber das bedeutet, dass wir dann wohl tatsächlich noch bis zur nächsten Folge brauchen, um Valmora zu erreichen. Das war nämlich Morrowind für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Was ist das hier? Das müssen wir noch kurz gucken. Das gucken wir uns noch kurz an, was das ist. Eine Eiermine. Ja, dann sind wir doch wahrscheinlich auf dem richtigen Weg. Genesis, Altruhen, Balmora, Caldera. Hier geht's lang. Okay. Nebenbei vielleicht mal ein bisschen heilen. So. Und darüber hinaus, danke fürs Zuschauen. Bis dann.